er hat Vögel wollen und ich kann keine Vögel will. Er sagt mir immer, ich sei ein Vogel. Wenn ich irgendeinen Zeichen mache, sagt er, ich bin ein Vogel. Dann sage ich, ich kann das nicht tätowieren. Ich bin der David, 23. Ich bin Sandra, ich bin die Mutter von David. Wir haben beschlossen, dass wir zusammen ein Tattoo machen. Das uns verbindet. Es wird einen Schriftzug geben, den wir machen werden, wo eigentlich unsere Liebe zueinander, so wie die Verbindung, die wir zusammen haben, ja, soll verewigen. Und du machst Vögel und ich mache Sterne. Das ist sehr wichtig, dass man das jetzt weiss. Also für mich gibt es nichts tiefer. Oh Mama, like the roses. Wenn man so ein bisschen im Kollegen- und Bekanntenkreis so ein bisschen umschaut, ja, es ist nicht überall gleich wie bei uns. Das ist schon so, es ist eben etwas Spezielles. Schon vom ersten Moment an, wo er auf die Welt kam, habe ich alle Mütter hatten ihr Kleines im Bett. Und er war immer bei mir im Spitalbett. Du hast gewusst, es bist irgendwie wie eins. Also ich glaube, noch enger zusammengeschweißt mit unserer Krankheit von meiner Schwester, die an Krebs erkrankt ist. Und wo dann der Zeitpunkt kam, wo es geheißen hat, mir kann ihr nicht mehr helfen, haben wir sie mit nach Hause genommen. Sie durfte ihren Wunsch erfüllen, dass sie zu Hause sterben durfte. Es war eine brutale Zeit, also das wünsche ich niemandem so etwas. Aber jetzt haben wir einander und jetzt dürfen wir machen, was wir wollen, was wir brauchen. Also, kannst du hin? Jetzt komme ich dran. Genau. Das ist mein allererstes Tattoo. Ich stelle mir es jetzt weiterdenken unkompliziert vor. Ich denke, wenn so viele andere geschafft, dann schaffe ich das auch. Oder? Also, ich stehe jetzt drin. Ich habe mich am Arsch. Der zieht aber schon. Einfach nicht bewegen, wenn es gut ist. So, du hast es geschafft. Halb so wild war. Das ist wunderschön. Oder? Ja. Jetzt für uns ist die Tätowierung ein Neuanfang. Das heisst, dass wir jetzt leben dürfen, wie wir wollen. Dass wir machen dürfen, was wir empfinden und was wir uns wünschen, wo wir sonst zurückstecken müssen. Ja, wir haben viel Sachen im Kopf.